Jo Freunde, was geht ab? Hier ist Timo Bartels. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ich bin heute mit jemand ganz Besonderem am Quatschen, nämlich mit Jotti. Jotti kennt ihr aus Dancing on Ice. Wir waren eigentlich Konkurrenten. Richtig, ja. Richtig. Aber auch befreundet. Ja. Und deshalb sind wir hier. Ich muss sagen, du warst mit bei unserem Training, bei der Konkurrenz. Als es Sarah normal nicht so gut ging. Ich glaube, an dem Tag habe ich am meisten gelernt. Und genau, ich mache in dem Format, wir hatten jetzt in der ersten Folge einen Schauspieler, Matthias Weidenhöfer, jetzt hatten wir einen Musiker. Und es soll einfach so ein bisschen wie so ein kleiner Talk sein, so einfach so über deinen Werdegang. Achso, für die Leute, die Dancing on Ice nicht kennen, Dancing on Ice ist so eigentlich wie Let's Dance. Genau. Auf dem Eis. Auf dem Eis. Also, das ist eine TV-Show gewesen, ein Promi tanzt auf dem Eis mit einem Profi-Eiskunstläufer und ich glaube, du warst von den Profis, der wirklich noch so am meisten, also am höchsten Stand der Karriere zu dem Zeitpunkt war. Ich bin da gerade frisch aus der olympischen Saison gekommen tatsächlich und ja. Aus der olympischen Saison gekommen? Du hast einfach bei Olympia mitgemacht? Ich muss sagen, für mich war das so eine komplett andere Welt bei Dancing on Ice. Also ich war total geflasht, dass man mit jemandem trainieren kann, der bei einer Weltmeisterschaft oder bei Olympia mitgemacht hat. Ich finde Olympia, muss ich noch eine Sache sagen, Olympia-Medaille finde ich viel, viel krasser als ein Oscar. Zum Beispiel. Wirklich? Weil man könnte sagen, ein Oscar ist doch so, der ist jetzt so vielleicht der höchste Preis. Ja. Oder ein Emmy, so für TV-Sachen, ne? Aber du kannst einen Oscar gewinnen bei deinem ersten Film, den du gespielt hast. Weißt du, es gibt manchmal Quereinsteiger, es kann passieren, dass du eine Oscar-Nominierung bekommst und vielleicht den sogar gewinnst oder so. Mhm. Aber du kannst nicht. Oh, Romeo, komm, hopp. Du kannst nicht einmal Eiskunstlaufen gehen oder bei einem Turnier mitmachen und dann hast du eine Gold. Medaille. Nee, die Olympischen Spiele waren schon sehr krass. Sollen wir direkt damit anfangen? Wo war das? Welches war das? 2018, die letzten Winterspiele. Pyeongchang, genau, in Südkorea. Ja. Und es war einfach die krasseste Erfahrung meines Lebens bis heute auf jeden Fall. Dafür habe ich mein ganzes Leben trainiert, gearbeitet. Und war ein sehr, sehr langer Weg, aber auf dem Weg, auf den ich sehr, sehr stolz bin. Ja, krass. Wie viele Tänze hast du da getanzt? Also ich habe tatsächlich 3 Tänze getanzt, aber wir haben ja im Eiskunstlauf immer 2 Programme. Ja. Ein Kurzprogramm und eine Kür. Ja. Aber ich habe noch beim Team-Event mitgemacht. Okay. Da haben alle Disziplinen, also es gibt ja Einzellauf Damen, Einzellauf Herren, Paarlauf und Eistanz. Ich bin Eistänzer. Ich habe eine Partnerin und habe mit ihr getanzt. Eistänzer, für die Leute, die es nicht wissen, ich muss das auch erst lernen, heißt, du hebst die Partnerin nicht komplett über den Kopf. Ja. Nur bis zum Kopf, aber nicht höher. Ich darf die Arme nicht ausstrecken. Okay. Aber wir sind mehr so wie Standardtanz auf dem Eis, also mehr Kunst. Ja. Bei uns ist tatsächlich mehr Kunst, während Paarlauf ist so die Würfe und die Sprünge und eher akrobatisch, würde ich sagen. Okay, ich verstehe. Ja. Genau. Und da habe ich Platz 7 im Team-Event und Platz 16 im individuellen Event mit meiner Partnerin. Ja. Unser Ziel war Top 20, weil wir waren so ziemlich die Jüngsten und wir wollten einfach nur ins Finale und das haben wir auf jeden Fall übertroffen. Krass. Und krass. So nochmal zu Olympia. Wie trainiert man dann auch 4 Jahre lang? Also ist ja alle 4 Jahre. Genau. Trainierst du dann 4 Jahre lang schon die Kür so für. Nee, man hat ja jede Saison eine neue Kür und ein neues Programm. Okay. Auch einen neuen Pflichttanz. Also das wird jede Saison von der Internationalen Eiskunstlaufunion bestimmt sozusagen. Achso, du dürftest jetzt gar nicht 4 Jahre lang die gleiche Die Kür ja, aber für den Pflichttanz nein. Ah, okay, krass. Mhm. Ja, und ist auch langweilig für die Preisrichter, wenn die 4 Jahre lang das gleiche sind. Ja, klar, das könnte man das ja so. Steigert man sich ja irgendwie nicht so. Ja, okay, krass. Aber ich glaube, viele können sich jetzt noch nicht. Also in Deutschland hat man ja relativ wenig, leider,
mit ja. Eiskunstlauf zu tun heutzutage? Ja. Früher war es vielleicht ein bisschen anders. Ja, zu Katharina Witz Zeiten auf jeden Fall. Ja. Ich meine, die Ikone schlechthin hier in Deutschland. Ja. Wer kennt schon nicht Katharina Witt? Also wenn ich beim Zahnarzt bin und sage, ich bin Eiskunstläufer, dann höre ich nur Katharina Witt. Ja. Nee, aber eine Legende auf jeden Fall. Aber ist ja auch schon eine Weile her. Ja, man muss auch sagen, ihr macht heute komplett andere Sachen eigentlich als sie damals, oder? Also ja, kann man gar nicht vergleichen. Männer springen, machen vier Umdrehungen? Schon vierfach, genau. Die Damen springen auch inzwischen schon vierfach. Und damals konnte, also eine Katharina Witt, die hat zwei verschiedene Dreifachsprünge, vielleicht mal drei gesprungen, was für damals wow war und unglaublich wirklich. Aber jetzt ist das halt im Vergleich des Springen halt Zwölfjährige. Ja, krass. Ja. Heute also unser Sport hat sich richtig entwickelt. Also ich weiß gar nicht, wo es noch hingeht, um ehrlich zu sein. Jedes Jahr entsteht irgendwie was Neues und man sieht was Verrückteres und es macht es eigentlich spannend. Es ist wirklich spannend, weil ich hatte diesen Sport gar nicht auf dem Schirm. Früher, als wenn jetzt immer so, weißt du, ist man nach der Schule im Winter, hat man gesagt, komm, wir, die Mädchen haben gesagt, komm, wir gehen Schlittschuh laufen. Und wir hatten immer so gar keinen Bock darauf, so. Weil wir konnten es auch nicht. Und als Junge denkt man eher an Hockey vielleicht. Als ja, genau. So, das ist auch ganz cool irgendwie so. So ein bisschen, da geht es auch zur Sache so, ne? Ja. Aber das ist so ein unfassbar geiler Sport. Ich wünschte, dass, ich wohne in Berlin so ganz am Rand. Hm. Da gibt es jetzt, ich müsste jetzt immer so, keine Ahnung, Stunde fahren oder so. Richtig, ja. Und eigentlich müsste man auch mit einem Trainer arbeiten irgendwie. Aber eigentlich ist es was, wo ich mir vorstellen könnte, dass auch, also eigentlich mit einem Partner auch, okay, das wird schwer zu finden, so als Amateur, jemand, der... Dass du es einfach für dich machst und trainierst. Ja, ich finde es voll geil. Es ist voll der geile Sport. Das Schöne am Eis ist halt, sage ich immer, man fühlt sich halt selbst auf dem Eis so richtig selbst. Also wenn du auf dem Eis stehst und einfach losläufst, das ist so ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Ja. Und eigentlich mache ich deshalb den Sport, weil ich kann noch so viel Stress zu Hause haben, ich kann noch so viel Stress auf der Arbeit haben, ich kann noch so viel privaten Stress haben, wenn ich auf dem Eis bin und loslaufe und dazu noch Musik höre und ich dazu noch tanze. Also es gibt kein schöneres Gefühl für mich. Also man fühlt sich ja wirklich auf dem Eis und dann ist da so eine Riesenfläche und du bist alleine auf dem Eis. Also der Weg, sage ich jetzt mal, zu den Olympischen Spielen war sehr lang und sehr schwer, aber es hat mir so viel gegeben. Ja. Also einfach nur meine Leidenschaft überhaupt auszuleben. Ja. Das eine ist, dass man auch dann die Ziele erreicht, aber selbst wenn nicht, also jeder hat ja auch andere Ziele. Ja. Man braucht auch unheimlich viel Glück, ne? Also ich war zum Glück nie wirklich groß verletzt. Ja. Und bei mir ging es halt immer so stetig nach oben. Ja. Und für eine Medaille hat es nicht gereicht, aber das war auch tatsächlich nie so mein Ziel. Bis heute? Bis heute vielleicht. You never know. You never know. Aber so, ja. Das, also ich habe bei Dancing on Ice da mitgemacht und für mich war das eine sehr verrückte und krasse Erfahrung, weil ich diese Art, die ihr so an euch habt, so als, also zumindest die Eiskunstläufer, die ich kennengelernt habe und auch sonst Profisportler, das ist eine andere Disziplin. Das ist wirklich anders als, also ich bin auch diszipliniert in dem, was ich mache und habe Ziele und ich will die erreichen und ich setze mir ein Datum, wann was geschafft wird und was weiß ich. Aber das ist so eine harte Arbeit und es bedarf so viel Disziplin. Du fällst halt im wahrsten Sinne des Wortes so oft hin und tust dir so oft weh und musst immer wieder aufstehen, also, tausendmal. 100.000 Mal. 100.000 Mal. Das finde ich so beeindruckend. Als Schauspieler ist es so, wenn ich jetzt einen Film drehe, kann es auch oft sehr anstrengend sein. Manchmal hast du jeden Tag emotionale Szenen und du musst dich immer, weißt du, du spielst jemanden, der hat sein Kind verloren und was weiß ich. Und du musst dich immer in etwas reinbegeben, was auch physisch dann auch anstrengend ist. Und dich auch mitnimmt. Genau. Ja. Aber du hast eine Crew, die bauen alles auf. Du hast eine Maske, die kümmert sich darum. Ja. Es gibt einen Fahrer, der holt dich ab. Ja. Es gibt ein Catering. Du musst nicht die Kalorien zählen. Weißt du? Also so. Und bei Dancing on Ice, wir sind da auch mal nachts reingegangen. Mhm. Auf das Trainingsgelände sozusagen. Auf die Fläche. Und ja, das finde ich wirklich beeindruckend.
Und darüber würde ich voll gerne mit dir sprechen, so wie das für dich so auch als Kind war. Wann hast du eigentlich angefangen damit? Also ich habe tatsächlich mit 5 Jahren angefangen und war super Fanat. Also ich bin ja halb Tscheche, halb Grieche. Ja. Und in Tschechien, man muss sagen, generell im Osten Europas ist Eiskunstlauf viel populärer als jetzt bei uns. Also in Russland ist es die Sportart überhaupt. Ja. Und in Tschechien auch, da lernt man zum Beispiel schon im Kindergarten, so wie wir hier in der Grundschule schwimmen gehen die schon auf jeden Fall Eislaufen und aufs Eis. Das ist einfach selbstverständlich. Wir machen Seepferdchen, die machen eine Runde drehen auf dem Eis. Eine Runde drehen auf dem Eis, genau. Und einfach nur Schlittschuhlaufen lernen. Ja. Aber auch schon auf Eiskunstlaufschuhen, also nicht mal auf Hockeyschuhen. Das ist schon so, die im Osten, die haben, glaube ich, ein anderes Gespür auch für Kultur und für Sport. Und da ist der Stellenwert halt, würde ich jetzt mal sagen, höher als jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, weil hier ist einfach Fußball über alles. Ja. Ist einfach so. Ja. Naja, und genau, also meine Mama ist Tschechin und ich bin in Tschechien aufgewachsen und ich habe eine junge Tante, die ist nur 9 Jahre älter als ich und die war Eiskunstläuferin. Die war aber für mich wie so eine große Schwester und da habe ich so ein bisschen gesehen, aber habe es noch nicht wirklich gecheckt. Und dann lief 99 die WM im Fernseher und ich war da damals 4 und ich saß anscheinend vor dem Fernseher mit offenem Mund 4 Stunden lang und habe einfach nur die Herren angestarrt, wie die da auf dem Eis tanzen. Ja. Und meine Eltern haben versucht, mich abzulenken durchs Essen, durchs Spielen, durch alles. Und ich wollte also nicht vom Fernseher. Ich war so begeistert und habe danach auch direkt gesagt, ich will morgen das Gleiche machen. Und so hat es dann angefangen. Und das war wirklich, ich muss einfach sagen, ich war echt vernarrt in diese Sportart. Bin ich bis heute noch, aber ich wusste sofort, das ist meine Leidenschaft, das will ich machen. Und ich bin wie so ein Psycho morgens um 6 Uhr aufgestanden vor der Schule und habe meine Eltern geweckt und habe gesagt, so, macht jetzt mal hier die Ansage wie in der Eishalle, Jotti Polizorakis aus Stuttgart. Und ich habe dann so eine Kür irgendwie im Wohnzimmer getanzt. Also mit 6 oder 5 oder 7, die ganze Zeit einfach, meine ganze Kindheit durch. Und ich wollte nur Eislaufen, nur Eislaufen, nur Eislaufen. Und habe nie genug bekommen. Krass. Ja. Und so habe ich eigentlich angefangen. So früh. Ich denke mir immer so, wenn man so früh anfängt, dann hat man doch irgendwie mit 15, 16 auch keinen Bock mehr darauf. Kennst du? Also ich habe Freunde so, die haben dann richtig krass Fußball gespielt. So. Ja. Und ich glaube, die hatten auch Phasen, wo man dann später so keinen Bock mehr hatte. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte nie diese Phase, dass ich sage, ich hatte keinen Bock. Aber ich glaube, ich stand vor so einer Entscheidung, als ich eben 14 war und auch dann von zu Hause weggezogen bin, in einen Bundesleistungsstützpunkt, um bessere Trainingsbedingungen genießen zu können. Da stand ich schon so vor der Entscheidung, okay, wenn ich jetzt aber umziehe und meine Familie verlasse und meine Schule wechsle und meine ganze Umgebung, dann ziehe ich auch durch. Wie alt warst du da? 14. Du hast mit 14 deine Familie verlassen? Und ich wollte schon mit 12 gehen. Ich liebe meine Familie, wirklich über alles. Aber das hat mir halt nicht mehr gereicht in Stuttgart und dann wollte ich unbedingt in das tolle, renommierte Bundesleistungsstützpunkt nach Oberstdorf, genau, zu einem tollen Trainer, der so der Trainer war, wo ich immer hingehen wollte, der mich dann auch angenommen hatte, aber ich musste erstmal meine Eltern 2 Jahre lang überreden. Also die dachten immer so, das ist nur eine Phase, mit 12, niemals schicken wir dich irgendwo weg. Und dann mit 14 war ich so frech und ich habe zu meinen Eltern gesagt, also wenn ihr mich jetzt nicht gehen lasst, dann höre ich auf. Nee. Und meine Eltern, die wussten, dass ich sage, der halt so komplett, also ich will ja nur Eislaufen, Schule und alles, war mir echt egal, also kann ich auch ehrlich sein. Ja. Ich war wirklich, war zwar ein guter Schüler, aber nicht der beste Schüler, aber für die Eltern war alles immer wichtig, aber für mich nicht so. Mhm. Naja, auf jeden Fall, dass ich das so ausspreche und sage, ich höre auf, wenn ihr mich nicht gehen lasst, da hat dann meine Mom gesagt, okay, wir müssen den ja unterstützen. Der meint es jetzt wirklich ernst, nach 2 Jahren Betteln. Und dann haben die mich gehen gelassen. Und also ich habe es gar nicht bereut. Gar nicht. Ja, krass. Und deshalb, ich hatte nicht so diese Phase, ich habe keinen Bock. Klar, später, als ich mal verletzt war oder so, dann geht man durch schwere Phasen. Aber ich wusste, das ist halt irgendwie das, was ich machen möchte. Und ich bin super dankbar, dass ich das schon in einem Alter von 5 Jahren gefunden habe. Also ich sag immer, als ich 5 war, wusste ich ja auch nicht, dass ich das zu einer Berufung machen kann. Ja. Ich habe ja aus Leidenschaft angefangen, aus Liebe zum Sport. Und ich wünsche jedem Kind, dass er so vernarrt
ist in etwas, egal ob es Schach ist, ob es Fußball ist, ob es Eiskunstlauf ist, ob es, keine Ahnung, Biologie ist, so wie ich, weil ich hatte wirklich so dieses Feuer jeden Tag bis zu einem, also bis jetzt. Ja, ich finde, das ist krass, weil es ist so ein großes Problem. Also ich habe viele Leute in meinem Alter, als ich Abitur zum Beispiel gemacht habe, niemand wusste, was soll ich jetzt machen, was soll ich studieren. Keiner weiß, es gibt auch 100 Möglichkeiten. Das ist nicht so wie, keine Ahnung, man ist in Mauern eingesperrt und man darf nur das und das machen oder muss zum Militär, um zu studieren oder was weiß ich. So eine Zeiten gab es auch, wohl, die ich Gott sei Dank nicht mitbekommen habe, aber man hat so viele Möglichkeiten und weiß nicht, was man möchte. Und ich frage dann immer die Leute, was wolltest du eigentlich so mit 5, 6, 7, in dem Alter? Ich wollte eigentlich immer Musiker werden in dem Alter. Okay, ja. Weil mir war jetzt gar nicht bewusst, dass man auch das Schauspieler ein Beruf ist. Also für mich war, glaube ich, was im Fernsehen passiert ist, war echt oder so. Ja, weiß ich nicht. Aber so Musiker, das fand ich geil, so auf einer fetten Bühne und so. Also schon die Richtung. Und ich denke mir immer, oft ist es das, was man halt so als kleines Kind wollte, was man vielleicht mal ausprobieren sollte zumindest. Auf jeden Fall. Also ich würde jedem Kind einfach raten, hört auf euer Herz, egal was, Eltern unterstützt, wie ihr könnt, weil einfach immer am Ball bleiben. Ja. Und man muss ja nicht unbedingt jetzt, sag ich mal, mit Fußball anfangen und es dann bis Ende durchziehen, dann gehst du zu Turnen, aber halt irgendwie das, was man wirklich so möchte, soll man halt ausleben, finde ich. Ich glaube, Kevin Kuska hat auch erzählt, er hat vorher auch einen anderen Sport gemacht und so. Und jetzt ist er der erfolgreichste Bobfahrer. Des Planeten. Richtig. Ja, krass. Aber ich glaube, das ist so für viele so unvorstellbar. Ich habe von ein paar Leuten so immer wieder irgendwelche Geschichten aus Oberstdorf auch gehört. Ihr kennt euch ja alle, so die ganzen, bei Dancing on Ice, alle kannten sich irgendwie. Aber dann habe ich so Geschichten gehört wie, hat jemand Geburtstag mit, weiß nicht, wie alt ist man, 8 oder 12 oder 14, keine Ahnung. Und da wird eine Torte gebacken, aber du darfst sie nicht essen. Ja, also Eiskunstlauf ist tatsächlich, wird so Eiskunstlauf, Ballett, so diese Sportarten, wo sehr künstlerisch sind, das ist nicht nur eine Sportart, also das ist schon so eine Lebenseinstellung, Lebenslifestyle. Ja. Was das Wort ist, Lifestyle eigentlich. Und ja, das kommt schon vor, dass man die Kalorien zählen muss. Man muss super diszipliniert sein, aber das ist halt so Dinge, die sind dann auch irgendwie selbstverständlich. Also für mich war es auch selbstverständlich, dass ich leider keine Zeit für den Kindergeburtstag meines besten Freundes hatte, weil ich einfach trainieren wollte und auch musste. Also das ist nicht so, dass man jetzt einfach mal den Trainer anruft und sagt, hey, heute komme ich nicht, weil Kindergeburtstag, na, dann bist du weg vom Fenster. Also der hat noch 1000 andere stehen, Kinder stehen, die halt was erreichen möchten. Und ja, da kann ich, also so Sachen, die sich Leute nicht vorstellen können, wie zum Beispiel, also wenn du nach der Uhrzeit fragst beim Trainer, das ging gar nicht, also das, sowas sagt man nicht. Oder trinken geht auch erstmal nicht, das kommt erst im späteren Alter. Also das sind Dinge, du darfst halt einfach nicht trinken während des Trainings, weil das ist Zeitverschwendung. Wirklich? Ja, erst aber später, dann brauchst du natürlich die Flüssigkeit, wenn du älter bist. Oder auf Toilette gehen, du darfst nicht auf Toilette gehen während dem Training. Also du hast ja 50 Minuten Training, dann ist 10 Minuten Eisbereitung. Na, wenn du nach 10 Minuten Eis sozusagen auf Toilette gehen möchtest, dann hast du halt Pech. Du musst durchhalten, bis du dann wieder das Training beendet hast. Mhm. Und das sind so kleine Beispiele, wo man eigentlich sagen würde, wieso, du kannst nicht auf Toilette gehen oder du darfst nicht trinken. Aber das ist komplette Selbstverständlichkeit. Also komplette Selbstverständlichkeit. Das ist krass. Und da gibt es noch 1000, also Kalorien zählen natürlich, das kommt aber auch, würde ich sagen, erst im späteren Alter. Als Kind ist das jetzt noch nicht so extrem, aber ich meine, es ist halt auch so eine Sportart, wo man gut aussehen muss und alles muss super leicht aussehen. Man muss auch leider super leicht sein, wenn jemand geworfen sehr weit hoch wird oder gehoben wird, genau, oder springt alleine, also so ein Sprung, so eine Sprunglandung. Man sagt, dass unser Körper fängt das 6-fache Gewicht von uns ab. Okay. Bei einer Landung. Okay, jetzt stell dir mal vor, wenn wir am Tag, keine Ahnung, 100 Mal springen, weißt du, wie das auf die Gelenke geht? Das gehört in dem Beruf einfach. Das ist einfach Selbstverständlichkeit.
Das finde ich wirklich... Beim Stürzen müssen wir ja nicht mal anfangen. Also Stürzen, das ist das Erste, was man lernt, richtig zu stürzen. Weil um neue Dinge zu lernen, stürzen wir natürlich. Ja, klar. Ja. Ja, das war für mich so voll das Problem bei Dancing und Ice. Ich hatte so... Ich bin nie so der Typ gewesen, ich bin jetzt nie so als Kind so krass so auf Bäume hochgeklettert und irgendwo rüberspringen und das war gar nicht so. Ja. Ich war immer sehr voll, ich habe mir auch noch nie was gebrochen, aber, Entschuldigung, rum. er denkt, da ist jemand an der Tür. So, und ich war immer sehr vorsichtig und so, auch bei Dancing on Ice habe ich immer versucht, vorsichtig zu sein. Und das war für mich echt so ein Problem, also das wieder springen, für mich habe ich gedacht, nee, auf gar keinen Fall werde ich das hinbekommen. Ja. So, aber dann hast du es gut geschafft. Ja, es ging dann so und ich war jetzt einmal bin ich so, für mich war es ja so, dass man, also weiß ja, mein Papa war schwer krank während der Show, für die Leute, die das nicht kennen, also die, das lief so ab, wir hatten eigentlich 3 Monate Zeit, oder? Im Oktober ging es genau, los, genau, ne? 3 Trainingsmonate, ja. Genau. 3 Monate hatten wir Zeit fürs Training und mein Papa kam auch ab und zu mit und so, voll stolz. Und der ist dann leider krank geworden, am Ende vom Dezember. Und am 6. Januar ging, glaube ich, die erste Show los. Richtig, und ja. Genau, und er ist direkt ins Koma gefallen oder musste ins Koma versetzt werden. Er ist sehr plötzlich krank geworden und ich hatte so eine Generalvollmacht, das heißt und mit einer Patientenverfügung und so weiter, ich habe das mit ihm vorher, zufälligerweise ein paar Monate vorher oder Wochen vorher, waren wir mal beim Notar und haben das mal gemacht, falls mal was sein sollte. Ich bin bei ihm aufgewachsen und so und das war für mich voll die schwierige Situation, natürlich, weil ich muss halt immer mit dem Krankenhaus alles abklären. Was darf gemacht werden, welche OP, welche nicht, welcher Eingriff ja, welcher nein. Ich bin auch kein Mediziner und so. Es war sehr anspruchsvoll und da hatte ich schon überlegt, ob ich es direkt sein lasse, die erste Show. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber es war einfach eine sehr schwere Zeit, aber ich muss sagen, ich habe auch extrem viel bei diesem Sport gelernt, weil das zeigt es ja eigentlich so voll symbolisch, so ganz klar, du fällst halt 1000 Mal hin und musst immer wieder aufstehen. Weitermachen. Ja. Ja, ich meine, wir haben von deinem Papa ja auch erst sehr spät erfahren. Ja, ich habe es keinem erzählt am Anfang. Genau. Und ich glaube, du warst so ein bisschen auch wie, also zum einen hat es dir voll gut getan, weil du konntest dich vielleicht ein bisschen mal ablenken, richtig, so Minuten oder vielleicht mal stundenmäßig. Ja. Aber dann warst du auch sofort irgendwie im Überlebensmodus, weil du irgendwie an deinen Papa die ganze Zeit denken musstest und so. Und also ich kann es mir gar nicht vorstellen. Es war halt so, dass er war halt bei mir um die Ecke im Krankenhaus. Und Sat.1 und die Produktion hat alles möglich gemacht, dass ich es komplett selber entscheiden darf, wo möchte ich wann sein und so weiter. Ich hätte auch aussteigen können und so. Und ich hatte aber gedacht, ich habe gehofft, dass er aufwacht und ich ihm dann zeigen kann, so Platz 1. Wow, yeah. So, aber zu den Live-Shows und zum Probentag musste ich natürlich auch nach Köln. Yeah. Und es waren immer die kritischen Tage. Da konnte ich nicht im Krankenhaus vor Ort sein. Das hat mich immer sehr nervös gemacht. Und es gab einen Tag, ich glaube die dritte Show oder so, da war während der Generalprobe die einzige Zeit, wo ich mal so vielleicht 15 Minuten, 20 Minuten nicht am Handy sein konnte, nicht erreichbar war, da hat mich dann das Krankenhaus angerufen und meinte, ja, dein Vater ist, wir mussten ihn reanimieren, also er war tot für ein paar Minuten und das hat mich so komplett umgehauen und es war auch echt gefährlich, ich musste echt aufpassen halt, dass ich trotzdem konzentriert bleibe, weil die Sachen wurden immer schwerer mit den Hebungen und so weiter. Ja. Du hast ja dann auch noch eine Verantwortung. Auf jeden Fall, ja, auch für die Partnerin. Und aber das hat mir total viel gebracht. Ich würde es sofort nochmal machen. So. Mhm. Das ist aber schön zu hören. Ja, also, es ist ein mega geiler Sport. Ich kann es total verstehen, dass man so darin fanat ist und man lernt auch einfach echt viel fürs Leben, oder? Total.
Also, wie schon gesagt, Disziplin, ne? Man muss einfach von auch alleine ständig arbeiten, man muss immer aufstehen. Und wie gesagt, ich bin ja mit 14 von daheim weg, mit 19 dann auch nach Amerika für 4 Jahre und super selbstständig, weg von zu Hause. Also das war für mich, war meine Sportart meine beste Schule so ja. fürs auch, Leben. Es gibt ja auch viele Jungs und auch Mädels, die halt irgendwie Sportler werden wollen. Ich glaube, fast alle meine Freunde wollten Fußballer werden. Ja. Manche sind auch weit gekommen und so. Ja. Was wären so, was meinst du, sind so die Eigenschaften, die, wo du jetzt einem jungen Menschen sagen würdest, das musst du haben, das brauchst du, um da ranzukommen. Ja? Neben dem Glück, dich auch nicht zu verletzen und so. Klar. Übertrieben fleißig sein, Durchhaltevermögen und eigentlich nur, dass man an sich glaubt und stetig an sich weiterarbeitet. Das sind so, klar gibt es Vorteile, wenn du klein bist, wenn du groß bist, aber das kannst du alles nicht beeinflussen. Ja. Aber was du beeinflussen kannst, ist so deine Arbeitseinstellung und wie du zu dir selbst stehst. Und also ich bin eh so ein Mensch, ich sag immer, nichts ist unmöglich. Ja. Und daran glaube ich auch ganz fest. Also wenn man das wirklich möchte und dafür arbeitet und es vielleicht ins Universum ausspricht, dann ist es möglich. Aber so krasse 3 Eigenschaften zum Eiskunstlauf ist auf jeden Fall Durchhaltevermögen, Arbeitswille bis zum geht nicht mehr, also wirklich bis zum geht nicht mehr. Und was hatte ich noch gesagt? Wahrscheinlich auch einfach auch die Leidenschaft, dass man das ist wirklich etwas das ist, sowieso. Was so die Liebe zum Sport. Es muss das sein, was du über alles liebst. Ja. Ne? So. Aber ich muss auch halt sagen, wenn man es nicht liebt, dann schafft man es auch nicht weit. Also dann macht man das alles ja nicht mit. Ja. Weil wie gesagt, ich war 7, habe schon 4 Stunden am Tag trainiert. Wie krass. Dann irgendwann mal mit 15, 16 waren es dann schon 6 Stunden am Tag. Und so zu Olympia hin kann ich schon, ja, so ab 19, zwischen 19 und 22, da habe ich wirklich 8 Stunden am Tag trainiert. Also das war dann mein Job. Krass. Oder was heißt mein Job? Es war immer mein Job, aber das war dann wirklich ein voller Dein Arbeitstag, Leben. Wo du halt nur an dir arbeitest. Ja. Nur an dir arbeitest. Ja. Und ich finde es wirklich, was soll ich sagen? Halt, du stehst auf, gehst zum Training, aber dann, also es wird ja alles beeinflusst, wie du isst. Da wird alles entschieden, dass du halt abends früh ins Bett gehen musst. Also du machst dann wirklich nur noch Sport. Also, sag mal, wieso in 3 Monate vor Olympia? Wie das bei mir aussah? Wie ist ein Tag? Ja. Also ich war immer mit meiner Partnerin, wir wollten relativ früh anfangen in den Tag. Also früh heißt? Ja, also mein Wecker hat 5:30 geklingelt. Früh. 5:30 geklingelt, genauso, dass wir so circa 6:30 schon in der Eishalle waren, uns aufgewärmt haben und 7 aufs Eis gegangen sind. Hast du vorher gefrühstückt oder? Ja, aber nur ganz leicht. Also ich war so jemand, ich kann sehr, sehr früh morgens nicht viel essen. Mhm. Und erst nach der ersten Einheit. Die erste Einheit ging 2 Stunden, von 7 bis 9. Da habe ich dann so richtig gefrühstückt, hatte ich dann Pause. Dann von 10.30 Uhr haben wir gemacht, wieder bis 12.30 Uhr, wieder 2 Stunden. Dann richtig Mittag gegessen, dann auch Mittagsschlaf ein bisschen gemacht, weil da bin ich immer so down gewesen. Und dann haben wir nochmal von 13.30 Uhr bis 16 Uhr durchgezogen. Okay. Und das waren so unsere 3 Blöcke. Da war Eis dabei, 4 Stunden Eis. Und der Rest ist einfach Dehnung, Athletik, Ballett, Tanz. Das ist so krass, ja. Genau, und dann hatte ich aber schon 16 Uhr fertig sozusagen und hatte noch ein bisschen was vom Tag, das war mir wichtig. Ja. Andere fangen halt erst 10 Uhr an, aber die sind dann dafür bis 20, 21 Uhr. Ja. Und dann bin ich abends immer so fertig nach Hause angekommen, konnte nicht schlafen. Ja. Also 3 Monate vor Olympia, da hat man ja dann wirklich geguckt, was man isst. Wenn man schlafen geht, da ist man, also da hat man so einen strengen Zeitplan und Trainingsplan. Da ist sogar das, also bei mir war zumindest das 2 Stunden Fun-Part, wo ich mich mit Freunden zum Essen getroffen habe, das war auch schon in meinem Trainingsplan. Ja. Also es war alles richtig durchstrukturiert. Krass. Ja. Dann kommen noch Dopingkontrollen, das ist auch vielleicht so ein Thema, was eigentlich Leute nicht so viel richtig kennen. Also vor Olympia wurden wir krass viel kontrolliert.
Wie gesagt, wir haben in Amerika damals trainiert mit meiner Partnerin und da sind wirklich, die sind aus Deutschland angeflogen. Und das ist dann auch noch so ein Thema, was vielleicht Leute nicht kennen, aber das ist eigentlich voll unangenehm, aber gehört auch zum Job, weil, also natürlich bei einer Dopingprobe muss man ja eine Urinabgabe machen. Und die sind wirklich anwesend und gucken, während du die stehen. Und weil man das ja nicht austauschen darf. Und, klar war das dann für uns irgendwann selbstverständlich, aber das war auch immer so was Lästiges. Und das war halt vor Olympia noch extremer. Krass. Ja. Krass. Wirklich, wirklich sehr, sehr krass und spannend. Ich könnte mir echt vorstellen, vielleicht hast du ja noch was anderes, noch mal Zeit, dass wir noch mal einen Talk machen. Ja. Sonst wird das Video zu lang. Ihr könnt auch gerne kommentieren, was ihr von Jotti wissen wollt. Oder auf wir machen Fall. Mal ein Video auf dem Eis, könnte ich mir auch vorstellen. Oder wir gehen mal trainieren. So? Genau. Ich fange bestimmt wieder fast bei Null an, dann denke ich mir. Nee, du warst schon sehr talentiert. Mal gucken. Nee, du hast Talent. Das sagst du jetzt so. Doch, doch. Aber tausend Dank auf jeden Fall. Ich fand es mega spannend. Dir. Und wenn ihr irgendwas wissen wollt, schreibt es gerne. Folgt Jotti bei Instagram. Und ja, vielen Dank fürs Zugucken. Ihr könnt gerne abonnieren. Dankeschön. Peace. Danke dir.